Jetzt soll es erstmal um das Gewächshaus gehen. Da hatte ich ja letztes Jahr meine Tomaten an Bändern erstmals und habe dann hinterher auch gesagt, als ich so ein kleines Fazit gezogen habe, mir erstes, dass mir das ganz gut gefallen würde. Dieses Jahr aber nicht mehr, sondern ich bin zu den altbewährten Stäben zurückgekehrt. Ja, warum ich das gemacht habe, werde ich gleich erläutern. Also wesentlich war der Ertrag, der war nämlich mit den Bändern lange nicht so hoch wie vorher mit diesen Stäben, und warum die Bänder hier für mich in diesem etwas kleinen Gewächshaus nicht in Frage kommen, werde ich euch dann erläutern. Ja, ich nutze also hier diesen schönen Sommermorgen zum Gießen im Gewächshaus. Ich bin ja jemand, der eher reichlich gießt. Gerade auch die Tomaten hier, die mögen das. Ich weiß, dass es Gartenfreunde gibt, die das ganz anders sehen, die gerade Tomaten eher kurz halten und weniger gießen. Das kann natürlich jeder gerne machen, wie er will. Ich gieße immer schon reichlich und bin damit eigentlich die ganzen Jahre ganz gut gefahren. Und dann behalte ich natürlich diesen Kurs auch bei. Ja, die sind extrem gewachsen hier die letzten paar Wochen. Die sind jetzt schon hier dieser Seite oben im Gewächshaus angekommen. Bis unter das Dach. Hängen reichlich voll, was ich natürlich sehr gut finde, gerade nach dem kargen Jahr. Nach dem kargen Tomatenjahr 2023, da hatte ich ja zum ersten Mal Tomaten an Bändern ausprobiert. Und ja, ob das nun daran gelegen hat, dass ich diese Bänder verwendet habe, dass ich so wenig geerntet habe, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber jetzt hier dieses Jahr habe ich wieder meine bewährten Spiralstäbe, die verlängerten, so auf über 2 Meter und naja, so 2,50 Meter. Haben die Pflanzen jetzt schon an Länge erreicht. Was sich meiner Ansicht nach hier bei mir, bei meiner Art des Tomatenanbaus nicht bewährt hat, sind diese Tomatenbänder. Ich habe sie jetzt hier mal für so eine Gurke genommen, die so etwas verloren an der Rückwand steht. Etwas im Schatten auch. Bin mal gespannt, wie die kommt. Und ja, dafür sind diese Bänder wirklich top. Einmal oben befestigt und dann wieder, ne? Und dann kann man die Gurkenpflanze immer weiter runterlassen. Aber für Tomaten nehme ich die nicht mehr. Der einjährige Versuch letztes Jahr war nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also die Bänder hier nicht mehr, sondern hier die bewährten Spiralstäbe. Ich denke mal, ja, für diese Geschichte Tomaten an Bändern darf man nicht so dicht pflanzen, wie ich das ganz gerne mache hier. Und es muss Platz sein, auch nach oben. Also für ein größeres Gewächshaus sind die mit Sicherheit optimal. Nimmt man ja auch im Erwerbsgartenanbau, Erwerbstomatenanbau. Aber hier für mich als Hobby-Gewächshaus, Gewächshausbauer, kommt das eher nicht in Frage. Aber Gott nochmal, wer mit den Bändern gute Erfahrungen gemacht hat, um Gottes Willen. Das ist ja jetzt keine Doktrin, die ich hier verbreiten möchte, sondern einfach nur das Weitergeben meiner persönlichen Erfahrungen. Ja, wenn die hier alle was werden, ne? Herzlichen Glückwunsch. Es sieht gut aus bei den Tomaten dieses Jahr, das kann man wirklich nicht anders sagen. Ich habe hier auch schon eine Menge Blätter entfernt. Also die mir nicht mehr so gut aussehen, die kommen immer als erste weg, ganz klar. Ne? Natürlich von unten auch eher als von oben. Aber andererseits, wenn Blätter unten noch gut sind, wie hier zum Beispiel, muss man die nicht in jedem Fall rausschmeißen. Das ist ja keine Doktrin, nach der man sich dann so extrem richten muss. Und nach dem Motto, ohne den geht es nicht. Nein, das muss man flexibel handhaben. Wichtig nach meiner Erfahrung ist, dass Blätter
nie zwischen den Tomaten irgendwo, zwischen den reifenden Früchten sein sollen. Denn wenn die dann vielleicht doch Krautfäule kriegen, geht das auf die Früchte über. Also die Früchte werden immer so ein bisschen blätterbefreit bei mir. So, hier etwas weniger, weil die sind ja noch gut hier, die Blätter. Die schmeiße ich noch nicht raus. Während hier, ja, hier war es nötig, da fangen die Blätter eben erst eine Weile später an. Ein Phänomen, das ich dieses Jahr sehr stark beobachte, ist, dass die Austriebe hier, wo die Früchte dran kommen, dass die auf einmal immer weiter wachsen wollen und dann eben auch noch vorne hier wieder neue Blüten kriegen. Sogar so ein Ansatz hier, den man eigentlich ausgeizen würde. Man kann das auch hier an der nächsten Pflanze gut sehen. Also hier hinten sind Tomaten dran und hier vorne ist dann nochmal gut ausgetrieben. Das ging hier sogar noch weiter, das habe ich aber abgeschnitten, denn das wird dann irgendwann auch zu viel. Das glaube ich nicht, dass dann solche Tomaten da was werden. Ja, worauf ich natürlich immer achte, ist das Ausgeizen. Also Tomaten hier grundsätzlich nur eintriebig im Gewächshaus. Hier auf der rechten Seite, wo die Fleischtomaten sind, allerdings, ja, wenn sie dann doch so weit gekommen sind, die werden ja nicht so hoch wie die anderen, dann dürfen sie sich auch schon mal verzweigen. Und dann werden sie oben gekappt, so auf hier 1,60 Meter, 1,70 Meter Höhe, wenn sie denn mal so weit sind. Das ist aber bei der anderen Seite hier, wo die in Anführungsstrichen normalen Tomaten sind, da handhabe ich das anders. Die dürfen also abgehen bis unter die Decke, habe oben extra noch einen Draht gespannt, wo die dann auch dran festgebunden werden. Ja, die haben hier mehr Freiheiten. Warum ich das so mache? Ja, das sind einfach so Erfahrungswerte. Hier in meinem Gewächshaus geht das so ganz gut. Und das muss eben jeder Tomatenfreund so ein bisschen für sich selber dann auch entscheiden, beantworten, wie er das denn nun möchte. Ich weiß, dass manche Leute das völlig anders machen, wie ich das mache, und auch hervorragend ernten. Also da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Wer meine Filme schon länger verfolgt, der weiß, dass ich vor allen Dingen auf die gute Bodenvorbereitung sehr viel Wert lege. Und jedes Jahr wird hier das Beet für die Tomaten neu vorbereitet. Unten kommt immer als unterstes dann der Heckenschnitt vom vorigen Jahr. Das gibt immer so eine luftige Unterlage. Dieser etwas angerottete Heckenschnitt, der ist wirklich gut. Dann ist viel Sauerstoff im Boden. Darüber dann immer die Hauptvegetationsschicht. In diesem Falle hier eine Kompostmischung, also mit sehr viel Kompost angereichert. Und mit dem Dünger Osgorna Animalin versehen als Startdüngung und natürlich auch mit Kalk. Ja, und wenn die Tomaten dann aus der Erde gucken und vor allen Dingen die Kohlpflanzen und Salatpflanzen, die hier vorher sind, dann dünge ich auch mit Flüssigdünger nach. So alle 8 bis 10 Tage mit der Gießkanne kriegen die dann diesen Flüssigdünger auf Melassebasis. Das hat sich bewährt. Jetzt hatte ich nochmal so einen Dünger mit zusätzlich Calcium wegen der Blütenendfäule. Ja, bisher, toi toi toi, sieht das sehr gut aus. Bisher keine Blütenendfäule. Also scheint das mit der Calciumversorgung in diesem Jahr wirklich vernünftig hinzuhauen. Also hier haben wir dann einmal einen kleinen Kanister, 7 Kilogramm von der Zuckerrohrmelasse, die ich also hier als Dünger nehme. Da kommt dann so ein kräftiger Schuss ins Gießwasser auf eine 10 Liter Gießkanne. Da verteile ich dann 3 Stück hier in meinem Gewächshaus auf die Pflanzen, so alle 8 bis 10 Tage. Das ist ein guter Dünger, das haut hin. Kann man gut nehmen, gibt es von verschiedenen Firmen, wird das angeboten. Und das wirkt sehr gut. Da hatte ich mal ein eigenes Video sogar drüber gemacht. Flüssigdünger nennt sich das. Gegen die Blütenendfäule Calcium, dann nehme ich hier seit 2 Jahren diesen Dünger hier. Und wenn man es so macht, dass man also gleich beim Einpflanzen der
Tomaten sozusagen das erste Mal sofort was ins Gießwasser tut und dann nochmal so im Abstand vielleicht von 3 Wochen, bis dann so irgendwo die Hochphase der Tomatenreifung erreicht ist. Und dann wirkt das sehr gut. Wenn man es in dem Moment nimmt, wenn also Blütenendwolle schon da ist, dann haut es nicht mehr hin. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, früher, gesegnet seien die alten Zeiten. Also alles war da zwar nicht besser, aber ich kam damals über viele Jahre lang einen sehr gehaltvollen Pferdemist von einem Bauernhof. Und da brauchte ich diese ganze Flüssigdüngergeschichte nicht. Also Pferdemist ist wirklich das Beste, was es gibt. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand da drankommt. Also sollte aber natürlich gehaltvoller Pferdemist sein. Nur ein bisschen vollgepieseltes Stroh reicht da nicht. Dann hat man das Optimale für Tomaten und fürs Gewächshaus sowieso. Ich bin jemand, der den Boden unter den Tomaten grundsätzlich hier frei hält, Unkraut entfernt, jedes Blättchen auch mit rausnimmt und den Boden dann halt so nackt irgendwo und übersichtlich haben will, vor allen Dingen, um immer genau zu sehen, ja, wie feucht ist es denn nun. Manche Leute mulchen da, mulchen mit unterschiedlichen Materialien, mit Stroh oder auch mit abgeschnittenen Tomatenblättern. Ja, okay, warum nicht? Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das ist ja auch, ja, je nachdem, aus was für Material so ein Gewächshaus ist. Hier mit den etwas milchigen Doppelstegplatten. Da ist es immer wieder anders, als wenn man zum Beispiel ein Glasdach hat mit klarem Glas, wo man dann schattieren muss. Oder mit genörbeltem Gartenblankglas, was das Licht streut. Vor allen Dingen kommt es dann auch darauf an, wie steht das Gewächshaus, wie viel Sonne kriegt es ab. Hier im Moment ist es also doch immer sehr stark in der Sonne. Vor allen Dingen hier auf der Südseite. Das Gewächshaus hier ist ja ausgerichtet in Richtung Ost-West, also hier ist sozusagen die Ostseite, ich stehe an der Westseite. Nicht ganz optimal, dadurch hat man immer eine sehr helle Seite, hier rechts die Südseite und eine etwas weniger helle Seite, hier links die Nordseite. Besser wäre, das Gewächshaus würde in Nord-Süd-Richtung stehen, das geht hier aber nicht wegen der Sturmgefahr. Wir haben ja hier häufig starke Winde aus Westen, die würden das eventuell umpusten. Wenn Sie hier mal so die Breitseite des Hauses erwischen, deswegen musste das hier so aufgestellt werden. Aber das hat sich super bewährt. Deswegen auch die etwas kleineren Tomaten, die Fleischtomaten hier auf der rechten Seite und die größeren Tomaten auf der linken Seite. So, jetzt seit 3 Tagen werden hier Tomaten geerntet. Und das muss auch sein, weil je mehr ich ernte, desto schneller werden die anderen rot. Weiß ich nicht, bilde ich mir zumindest ein. So, dann schnappen wir uns diese hier mal als erste. Jo, passt doch. Ja, was ist das Schöne an diesen Tomaten? Es ist einfach der umwerfende Geschmack. Außer der Reihe, aber die ist gesund, die Tomate. Gut. So, nehmen wir die kleine hier auch mit. Ja, auf der anderen Seite hier bei den Fleischtomaten. Ja, das sieht noch alles sehr grün aus. Ich hoffe mal, das wird. Ja, meine lieben Freunde, die ersten Tomaten, das ist ja immer so irgendwie was ganz Besonderes. Hm? Ist ja nicht nur der umwerfende Geschmack, es ist auch irgendwo ein Zeichen dafür, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Die ganze Arbeit, die man hier reingesteckt hat, so im Laufe ja, des letzten halben Jahres. Und man meint immer, das müsste so sein. Ne? Aber Gerechtigkeit ist eigentlich in der Natur nicht vorgesehen. Aber ist dann schön, wenn dann doch so die Ernte klappt.